Willkommen zurück, Leute. Ihr seht schon, wir versuchen heute mal einen Delfin zu zähmen. Und ich sehe hier, dass der hier gerade bei uns am Sandstrand gestrandet ist. Ich versuche den direkt mal zu zähmen. Ob das klappt, das weiß ich nicht. Aber ich gebe mein Bestes. Es geht mit Dodoto-Kibbel übrigens. Das Dodoto-Kibbel hatte ich ja schon letztes Mal erwähnt gehabt in den anderen Let's Plays. Dodoto-Kibbel ist einfach das eigentlich das einfachste Kibbel, was man überhaupt bekommen kann. Ich würde euch wieso empfehlen, wenn ihr ein Gehege habt, ein Haus, ein Dodo-Gehege anzulegen und viele, viele weibliche Dodos zu sammeln, damit ihr dieses Dodo-Kibbel oder Dodo-Eier bekommt, weil die Dodo-Kibbels, die braucht man bei sehr, 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 sehr vielen Dinosauriern. Wie jetzt hier auch bei diesem, wobei, Ichthyosaurus Delfinus, weiß ich nicht, Delfinus Level 2. Und das Kibbel stellt ihr ganz einfach her, das Dodo-Egg, also das Dodo-Ei, eine Möhre, ein Cooked Meat, also gekochtes Fleisch, zwei Mejo-Beeren, drei Fiber, Fiber kriegt ihr ja in jedem Busch hier vorne, und den Wasserschlauch. Das alles in den Topf und dann habt ihr in ein paar Minuten das Kibbel gekocht. Der Delfin ist übrigens ein Fleischfresser. Ihr könnt den auch mit Fleisch zähmen. Das ist jetzt bei mir gerade ein bisschen glücklich gewesen, dass der hier gerade gestrandet ist. Oh, machen wir nochmal. Seht, das geht eigentlich recht schnell. Und normalerweise schwimmt er im Wasser. Und wenn er im Wasser schwimmt, dann müsst ihr versuchen, hinter dem her zu kommen. Wie ihr die Delfine ja auch kennt, die sind ein bisschen verspielt, schwimmen an euch, um euch herum. Und ihr müsst dann genau den Moment timen, wenn er dann bei euch ist, dann E zu drücken. Also ihr tut das Kibbel, also das Essbare. Ihr könnt entweder das Kibbel oder das Fleisch auf 0 legen. Ihr seht es hier unten rechts. Und dann, wenn er bei euch ist, dann drückt ihr einfach E und dann habt ihr euren Delfin. Mit dem Dodo-Kibbel seht ihr, es geht ganz, ganz schnell. Mit dem Fleisch dauert es ein bisschen länger, aber auch nicht länger als 8 Minuten vielleicht. Und nochmal ein Foto. Ihr seht, ich habe noch selber kein Delfin gezähmt. Das war jetzt eine richtig glückliche, war richtig glücklich, dass ich jetzt gerade diesen Delfin hier gesehen habe. Oh, Mr. Dolphin. Und der gehört jetzt mir. Ich habe jetzt zwar noch keinen Sattel dafür, könnte ich mir aber aus dem Haus das besorgen gehen. Das mache ich jetzt auch gleich mal für euch. Dann zeige ich euch ganz kurz, was der kann. Der Delfin ist nicht zum Kämpfen da. Der kann zwar mal mit seiner Schnauze vorne zustoßen, ist aber nicht so stark wie der Hai hier vorne. Also ich gehe jetzt mal ganz kurz. Ihr seht, ich habe hier meinen Demorphodon, das bin ich übrigens mit dem grünen Gesicht. Ich wurde heute erst angemalt oder gestern Abend wurde ich angemalt von meinen Mitkumpanen. Und der Demorphodon, das ist hier so ein, wo ist der Papagei, sagen wir mal. Den lasse ich mal ganz kurz hier, der nervt. Oh, ist er? Da liegt er. Gucken wir mal ganz kurz in den Sattelkiste, ob ich hier ein Ichi-Flichi-Nichi-Gürtel habe. Der müsste hier irgendwo rumfliegen. Da ist er. Nimm mal mit. Gehen wir wieder raus. Also unsere Holzbude. Da hinten ist unser Steingebäude. Und also gesehen, der Hai ist zum Kämpfen. Es gibt auch andere Tiere. Für hinten sieht man vielleicht, wenn man ein bisschen springt, sieht man den Plesiosaurus, das riesengroße Monsterviech. Versuchen wir mal. Zack. Drauf und komme hier nicht weg. Er ist gestrandet. Versuchen wir mal hier ein bisschen zu bekommen. Aber jetzt glaube ich gestrandet. Den kriege ich jetzt erstmal nicht weg. Nach einer Zeit wird das wieder wegkommen und dann ist er wieder frei. Jetzt habe ich den erstmal auf dem Wasser gefahren. Das macht jetzt aber nichts. Ich zeige euch das ganz kurz mit unseren anderen Delfinen. Wir haben hier ein paar. Und nehme ich mir hier mal ganz kurz den erstbesten. So, nehmen wir den hier. Ihr seht, die Delfine sind schnell. Dafür sind die geeignet.
wenn ihr unter Wasser was farmen möchtet. Das könnt ihr perfekt mit den Delfinen machen. Die Haie sind zum Kämpfen. Die Plesiosaurus sind natürlich für alles da. Da könnt ihr übrigens auch eine Base drauf bauen. Die Delfine sind dafür gedacht. Ihr könnt ganz schnell nach unten. Ratzfatz. Damit an Ölquellen, wie hier diese. Und dann schnell wieder nach oben. Weil ihr seht hier unten rechts. Seht ihr das O2, CO2 Zeichen, was blinkt. Das heißt, gesehen, ich krieg, mir geht die Luft langsam aus. Und wenn ihr mit dem Hai unterwegs seid, jetzt langsamer, zwar stärker, aber langsamer. Und zum Farmen ist das jetzt nicht besonders. Also mit dem Hai, zack, nach unten. Holt ihr euch zum Beispiel hier so eine Stelle. Holt euch das Öl einfach ab. Ihr müsst dann wohl absteigen, mit der Hacke draufhauen, nimmt euch das Öl und zack, wieder nach oben. Also zum Farmen ist er perfekt. Oder wenn ihr einfach von einer Seite der Insel zur anderen Seite schwimmen möchtet, das geht rasend schnell. Wenn ich mal ab hier mein Delfinus immer noch gestrandet ist, jetzt immer noch gestrandet, dann würde ich mir jetzt gleich mal mit meinem Strike einfach rausboxen. So, Dankeschön für den Ritt. Ihr seht, also gesehen, der Delfin super einfach zu zähmen. Ihr müsst nur gucken, dass ihr den vielleicht irgendwie einklemmt. Ihr könnt ihn irgendwie einklemmen, wenn ihr vielleicht ein Boot habt und ihr seht, dass er hier am Wasser ist, klemmt ihn euch irgendwie ein, damit er nicht mal wegschwimmt. Weil wenn er euch nämlich wegschwimmt, dann müsst ihr jedes Mal hinterher und warten, bis er genau an der Stelle ist, wo ihr den gerade mit E nutzen könnt. So, geht vielleicht jetzt nochmal zu fahren. Nein, geht nicht. Ansonsten müsst ihr eigentlich so gesehen immer hinterher. Wie gesagt, der Kibbel, der Delfin ist das Dodo-Kibbel. Ansonsten das Raw Primate. Das ist natürlich für jeden Fleischfresser das Maximum. Damit könnt ihr den ungefähr, ja, sagen wir mal 10 Minuten Fleisch oder ein bisschen weniger zähmen. Ansonsten nehmt ihr auch das Cooked Primate oder das Raw Meat, das ganz normale Standardfleisch. Oh, das war's. Ich denke mal, das war eigentlich so gesehen alles geklärt, was man erklären kann. Und ja, dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.